Das machen wir schon. Ja, ihr wisst, ja. Ja. Meinte ich doch. Mann. Inflation. Ja, Mann. Ich meinte doch 5000. Ach, Mann. Ah. Meine Erinnerung kommt langsam zurück. Früher hatte ich in Dreamlight Valley ganz viele Freunde. Zum Beispiel Remy. Er hätte gerne neue Rezepte ausprobiert. Und ich habe sie immer gerne probiert. Ich erinnere mich auch daran, dass Remy irgendwann gehen musste. Damals hat er mir seine Rezepte hinterlassen, damit ich sie für ihn aufbewahre. Wo sind sie? Ich habe sie überall im Tal versteckt, um sie vor dem Vergessen in Sicherheit zu bringen. Damals dachte ich, das wäre eine gute Idee. Oh wow, du hast die Schaufel gefunden. Jetzt können wir ein Rezept besorgen. Essen zuzubereiten gibt dir Energie, damit du helfen kannst, unser Tal zu retten. Die Erinnerung, die du gefunden hast, sollte uns einen Hinweis darauf geben, wo wir das Rezept finden können. Danke, Kumpel. Wenn diese reich für die 5500 sind. Oh. Nee. Schön wär's. Schön wär's. Nee. Nee. Nee, wirklich nicht. Ich bin immer froh, dass ich meine Rechnung zahlen kann. Ja, wurde das wirklich so vergessen, ich jetzt in dem Alter verlässt das Gedächtnis. Ah. Schön. Dann raus hier. Wir haben jetzt ein bisschen Essen jetzt. Jo. Hi. 532, 780. Ja, 780. Das hier waren 1000. Okay. Dann einmal essen. Wir können auch so einen Apfel noch essen. Perfekt. 15 sind jetzt nicht gerade alt. Kommt drauf an. Für manche sind 25 schon alt. So. Ah ne, da hinten sind ja noch Dornen. Die möchte ich noch entfernt haben. Die möchte ich noch loswerden. Ich würde mir die Spitzhacke schon in den Kopf bauen. Wieso das denn? Doch nicht dem armen Mickey. Ich glaube, sowas wie Kämpfe oder sowas gibt es ja auch gar nicht. Glaube ich. Behaupte ich jetzt einfach mal. Für mich ist 25 sehr jung. Es ist zumindest nicht alt. Je nachdem, wie man sich fühlt. Wenn man die Nacht durchgefeiert hat, ist es vielleicht doch. Vielleicht ist einem. Jetzt wird man dann doch alt. Das ist für dich alt. Ich habe mich eigentlich nie so mit dem Alter beschäftigt, muss ich sagen. Ich sage halt immer, man ist halt immer so alt, wie man sich fühlt. Es kann an einem Tag mal gefühlt 100 sein. Man kann sich aber am anderen Tag auch fühlen, als wenn man so ein junger Hüpfer. So. Alter ist relativ, ne? Finde ich. Ihr wisst aber, wann Mickey Mouse erfunden wurde. Ja, vor langer, 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 langer Zeit. Begab sich vor einigen Jahren. Nein, jetzt habe ich da irgendwo einen Schiss. Okay, egal, da kommt jetzt eine Grotte rein und fertig. Immer die Leute, die hier irgendwo irgendwelche komischen. Achso.
die immer irgendwelche Löcher irgendwo graben müssen. Was in deiner Sicht zu alt wie beim Partner? Wir wissen, dass du kein Single bist, nicht falsch verstehen. Also jetzt in der Sicht von, hätte ich keinen Partner und müsste mir einen Partner aussuchen, mehr als 15 Jahre älter dürfte es nicht sein. Sage ich jetzt mal, in der Sicht. Als... Ich... Vielleicht war das... 50? Das ist halt schwer zu sagen. Von der Partnersuche her nicht älter, also nicht mehr als 15 Jahre älter, sag ich jetzt mal. Ist blöd gesagt, eigentlich ist das Alter ja egal, von daher. Weiß ich nicht. Das ist ganz komisch. Ich sag jetzt einfach mal 50. Das wäre für mich alt. Also. Brutus und ich sind, ich glaube, 7 Jahre sind wir auseinander. Brutus und ich. Und wir haben tatsächlich mal im Urlaub, ich glaube, das war vor 3 Jahren, haben wir ein Paar kennengelernt. Das war, glaube ich, 17 oder 18 Jahre auseinander. Mit dem hatten wir uns damals unterhalten, weil... Einige, oder jedes Mal, wenn ich mit Frisches, also wenn er mich zum Arzt begleitet hat oder sowas, kam immer der Satz so, oh, und wer sind Sie? Ah, sind Sie da, Sie sind der Vater, oder? Ja, Frisches hat immer deutlich älter geschätzt als mich. Sodass er immer rüberkam, als wäre er mein Vater. Dabei sind es halt nur 7 Jahre. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt... Wo das gewesen ist, war er, glaube ich, 29. Ungefähr. Nicht 22, 23. Ja. Also. Ich habe mir da tatsächlich nie Gedanken drüber gemacht. Wenn es passt, passt es. Wenn nicht, dann nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da nie so, gut, vielleicht mit 15 hätte ich mir vielleicht keinen 30-Jährigen gesucht, sage ich jetzt mal so. Weiß ich, Frisches habe ich kennengelernt, da war ich 18 und wurde 19, glaube ich. Ja, nee, ich war 18 und wurde 19, meine ich. Na, habe ich ihn kennengelernt. Da war er 25. Ungefähr. Ach ja, ich habe ja eine Kiste. Oh. Ich wundere mich, dass ich so ein volles Inventar habe. Ja, irgendwann seine zwei Frauen hatten 18 Jahre Altersunterschied. Das war schon hart, wenn man das erlebt. Manchmal klappt es ja. Also, manchmal klappt es. Ich kenne jetzt kein Beispiel, aber außer halt das Paar, was da seine 18 Jährchen da auseinander war. Ne, die Kohle will ich behalten. Weiter kann jemand. Immer diese Hoffnung, dass man da weiter kann, obwohl man weiß, dass man sich kann. Verbessere das Haus und mehr am Lagerplatz. Ging ja um, wie verbessere ich mein Haus? Die nächste Frage. Werde ich hoffentlich noch herausfinden, wie ich mein Haus verbessere. Also wie gesagt, ich glaube, es kommt, wie du schon sagst, immer darauf an, wie alt man dann noch selber ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mir da wirklich nie Gedanken drüber gemacht. Lag aber vielleicht daran, dass ich nie große Beziehungen hatte.
bevor ich Photoscan gelernt habe. Also. Nee, Beziehung hat die nicht großartig. Naja. Wie gesagt, ich dachte halt immer, okay, entweder passt es oder es passt nicht. Danach guckt man weiter. Wobei ich auch damals tatsächlich gedacht habe, dass 7 Jahre schon heftig ist. Aber jetzt nach fast 8 Jahren Beziehung merkt man diesen 7 Jahre Altersunterschied gar nicht mehr. Also. Glücklich sind wir definitiv. Das auf jeden Fall. Ich bin auch verdammt froh, so einen Menschen gefunden zu haben. Vor allem, der mich aushält. Also, ich bin verdammt anstrengend. Ich glaube, wenn ich mir selbst auf der Straße begegnen würde, ich würde mich nicht mögen. Ich würde mich echt nicht mögen. Ich könnte mich auch nicht länger als einen Tag vielleicht ab. Also, es ist bewundernswert, dass das 7 Jahre mit mir aushält. Da bin ich, dann flug dich drüber. Ja. Kitty! Danke für dein Raid! Ist bei dir schon Ende? Wieso ist denn bei dir schon Ende? Ich komme erstmal doppelt an. Warum ist denn bei dir schon Ende, Kitty? Ich warte, Shoutout kriegst du sofort. Ich hoffe immer, dass es klappt. Ich kenne dich ja nur aus dem Stream, wir wissen ja nicht, wie du privat bist. Sei froh! Na, ich glaube, so viel anders bin ich nicht. Ich rede viel. Ich rede verdammt viel. Ich rede auch verdammt viel Unsinn. Also klar, ein bisschen anders man ja immer. Aber. Ja. Aber Kitty, wie war dein Stream? 6 Stunden reichen, ich bin fertig mit der Welt. Meine Mutter nervt wie die Hölle. Und himself. No. 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 Aber wie war Sea of Thieves noch? Ich habe ja noch so ein bisschen rumgelurkt bei dir. Und dann. Ja. Finde ich toll. No, danke, Ryder. Danke schön. Ja, also ich glaube, privat bin ich halt echt anstrengend. Nicht immer. Also Frischus sagt oft, dass ich ein sehr, sehr einfacher Mensch bin. Klar, ich kann anstrengend sein. Er auch. Aber wir sind, glaube ich, beide sehr, sehr einfach. Und da, wo der eine schwächelt, ist der andere dann halt ein bisschen stärker und das ergänzt sich dann so ein bisschen. Es klingt sehr, sehr schleimig, ja, aber irgendwie passt es halt. Weil zum Beispiel jetzt bezüglich des Umziehens. Er liebt halt alles Handwerkliche und im Garten. Kann es aber überhaupt nicht ab zu streichen. Oder ne, irgendwas abzuschmürgeln oder sonst was. Das ist überhaupt nicht sein Ding. Und da sage ich dann, hey, das liebe ich. Alles andere kann ich dafür nicht ab. So ungefähr so kann man die Beziehung beschreiben. Das andere wird dann halt ausgeglichen. Das ist eigentlich richtig. Das ist cool. Eigentlich so, wie es sein soll. Glaube ich. Jetzt aber ich bin echt durch. Jetzt muss ich erstmal runter, sonst fliegt gleich die Sicherung raus. Oh nein. Er macht das, Kitty, nicht, dass es noch Ärger gibt. Der Vater meiner Frau hat damals über ihren Namen Schulden gemacht. Und viele sagen, habe ich geredet. Jetzt nach circa 10 Jahren, wenn. Man soll 4700 nachzahlen. Er macht für mich geschrieben und ich kümmere mich darum. Für sie plötzlich nur noch 3.300 sein. Weiß, dass ich es bis auf 0 runterdrücken kann, wenn es gut läuft. Okay. Aber das ist auch heftig, ne? Auf dem Schulden, auf dem Namen seiner Tochter Schulden zu machen. Ist aber auch heftig. Aber auch ein heftiges Ding. Wie ein normal denkender Mensch. Ja, gut, es gibt sowas. Es wäre bei meinem Vater wahrscheinlich
Wenn es gehen würde, würde er es wahrscheinlich auch so machen. Wäre auch heftig. Das ist eine heftige Nummer. Müsste mein Vater erstmal ankommen, ja. Wenn das da so laufen würde. Also ich habe jetzt auch nicht gerade den besten Vater. Aber da bin ich. Na gut, es reicht, dass meine Mutter da durch muss. Aber das ist ein anderes Ding. Der Bruder meiner Frau war nicht mal ein Jahr alt und hatte über 200 Euro Schulden. Das war, was war das denn hier? Was ich von denen halte, will ich hier echt nicht schreiben. Ja, ich kann es mir denken, mal sag. Ich kann es mir denken. Ich glaube, das brauchst du noch nicht mehr schreiben. Das liegt da klar auf der Hand. Aber ja, verständlich. Durchaus verständlich. Aber wie krank ist das bitte? Unglaublich. Menschen gibt es, frage ich immer, denken die überhaupt nach, bevor sie so etwas tun? Thema Wechsel, würde ich sagen. Hast du recht, Ryder, hast du recht. Aber man kann es ja trotzdem einmal kurz anschneiden. Aber trotzdem ist es echt heftig. So, ich lese mal kurz, sonst sitzen wir hier in 3 Stunden noch und starren die komischen Schriftzeichen an. Unterhaltsame Rivalität in letzter Zeit. Dagobert kann beim besten Willen nicht herausfinden, warum Gofis Verkaufsstand mehr Profit macht. Gofi hat angefangen zu versuchen zu helfen. Und das ist genauso lustig, wie Gofis Hilfe immer ist. Dann sollten ihr Kinder schützen und nicht sowas. Das stimmt. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt leider auch keine Bilderbucheltern. Die kannst du auch in die Tonne trampen. Da bin ich tatsächlich froh, danach wechseln wir das Thema, dass ich tolle Großeltern hatte, die da geholfen haben. Ich glaube, sonst sehe manches heutzutage ganz, ganz anders aus. Ich glaube, dann hätte ich genau so eine Geschichte erzählen können wie du, Masaki. Vielleicht sollte ich nicht so viele Steine einsammeln. Vielleicht würde ich erstmal das machen, was ich machen soll. So. Klemmt, wer auch immer der Besitzer ist, kann sie vielleicht reparieren. Gofi. Wahrscheinlich, wenn ich das Bild richtig sehe. Wir müssen ihn nur erstmal finden. Da haben wir ihn gefunden. Donnerwetter, ich könnte etwas Hilfe halt gebrauchen. Ja, kriegst du gleich. Ich muss einmal ganz kurz nachgucken. Ey, mein kleines Momentchen. Okay. Kühlschrank. Was ist denn im Kühlschrank drin? Ein Rezept. Das benutzen wir erstmal. Fischsuppe. Wir können jetzt Fischsuppe. Hier. Noch eine Erinnerung. Freue mich, Gofi zu besuchen. Er hat immer ein freundliches Wort und so alberne Ideen. Wer meint es gut? Und wenn er lacht, muss ich auch immer lachen. Ja, das ist Gofi. Hallo, Gofi. Du bist ja nicht wie vom Beruf Köchin. Schön, dich vielleicht. Zu sehen. Vielleicht. Hui, jemand Neues. Du bist doch kein unheimlicher Fremder, oder? Du bist doch ein Freund, den ich noch nicht getroffen habe, richtig? Ich bin hier, um dir zu helfen. Geht es dir gut? Erstmal die Bude aus, wie er ist, oder? Erstmal komplett gucken, ist da irgendwas? Kann ich irgendwas mitnehmen? Natürlich, aber es ist ein wenig unheimlich geworden, als der Himmel sich verdunkelte und ein paar meiner Freunde verschwanden. Aber jetzt bist du ja hier. Wir werden gute Freunde sein. Ich weiß es einfach. Wenn das nicht zu aufdringlich ist. Es gibt so viel, was ich dir zeigen möchte. Da ist mein Stand. Wir müssen ihn allerdings erst aufräumen. Oh, und wir können auch angeln gehen. Natürlich muss ich erst meine Glücksangel finden. Immer mit der Ruhe, Goofy.
Ich habe deine Angel schon gefunden. Es gibt nur ein Problem. Sie scheint kaputt zu sein. Tada! Ich ziehe mir einfach meine... Nein, ich will nicht wissen... Der Rucksack ist ja nicht von Anfang an da. Deswegen, ich will nicht wissen, wo ich jetzt die Angel aus Brust gezogen habe. danke, Daria. Jetzt lass mich mal sehen. Mit dem Spiel muss aber erst meine Bude aufräumen. Und vor allem, wahrscheinlich muss er ja die Bude aufräumen, sondern wir. Und so. Ja, ich muss erstmal meine Bude aufräumen. Ah nee, warte, kannst du das kurz für mich übernehmen? Ich mach dann schon mal irgendwas anderes. Also ich war nur mal, sie war nur mit Algen verheddert. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Jetzt, wo ich meine Glücksangel wieder habe, gebe ich dir diese, die ich nach dem Vergessen gefunden habe, damit wir zusammen angeln können. Ich glaube, sie gehört unserer alten Herrscherin. Hey, sieh mal, sie scheint dich zu mögen. Eine Angel, die mich mag? Weil ich so magisch bin? Das muss es sein! Du scheinst wirklich magisch zu sein. Das ist ja lost, aber wirklich. Ich finde, sie haben den... Also von den Texten her haben sie den echt mega gut hingekriegt. Er ist halt echt einfach nur lost. Hier, bitte sehr. Sie gehört dir. Ja, danke. Hier, noch ein cooler Hut, damit du wie ein richtiger Angler aussiehst. Oh nein, will ich's wissen? Oh nein, es ist tatsächlich so ein Anglerhut. Oh nein. Was hältst du von dem Hut? Ziemlich schick, oder? Ganz nett. Schön, dass er dir gefällt. Ich sagte ganz nett! Mir werden meine Worte im Mund umgedreht. Also gut, ich zeige dir, wie du deine neue Angel benutzen kannst. Meine Angel fliegt. Angelroute freigeschaltet. Ich habe eine fliegende Angel. Ja, die so gut du kannst. Ja, das habe ich schon herausgefunden. Wir werden eine Angel oder kann auch hier halte gedrückt, um deine Leine auszuwerfen. Oh je. Yeah. Oh Gott. Das kann ja jetzt was werden. Nichts gedrückt, um deine Leine auszuwerfen. Könnte ich eine Tastatursteuerung kriegen? Zieh auf die Wellen, um sicher zu gehen, dass du etwas fängst. Drücke sie jetzt mal schnell ab, wenn der Kreis grün wird. Ach du grüne. Ach da! Ja, okay. Warte mal. Mist! Das war zu früh! Ich trinke kurz was. Also hier einmal benutzen. Rote sportliche Sonnenbrille. Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. Hilfe. So. Oh Gott. Das ist aber ein bisschen daneben. Seetang! Wir haben Seetang. Die Probe bei Fleisch. Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. Meinst du? Wieso? Gerade glaube ich einfach nur Glück. Oh Gott. Yay! Eine Regenbogenforelle. In diese Knäuel ist nichts dran. Ey, das ist noch eine, wo wenigstens was dran ist. Es gab noch zwei Körperformen. Das war ein Strich. Also einmal war es wirklich nur so ein Strich. Und dann mit leichten Rundungen, aber auch so ein gleich gerundeter Strich. Das ist tatsächlich die mittlere Figur. Man mag es nicht glauben, das ist die mittlere. Von allem. Dann gab es noch einen, wo die Oberschenkel so komisch dick waren. Das fand ich nicht so.
Und dann, das andere war mir dann doch ein bisschen zu füllig. Ich habe nichts dagegen. Ich bin ja selbst ein bisschen fülliger. Aber irgendwie, nee. Das sah irgendwie nicht aus. Ja. Also das ist das perfekte Mittelmaß. War nicht leicht, eine ordentliche Figur zu finden. Wobei am schlimmsten war es sowieso den Mund. Also allgemein das Gesicht ist so ein bisschen... Sieht ein bisschen matschig aus. So. Karte Aufgaben. Ich habe jetzt zigtausend Aufgaben und... Goofy wieder ins Geschäft zu kommen. Zeig Goofy deinen großen Fang. Sprich mit Merlin. Das machen wir gleich. Treff dich mit Merlin am Traumschiff, so auf dich wartet. Um die Sammlung aufzurufen. Standort in Mickys Erinnerung. Das weiß ich, wo der ist. Will ich aber noch ein bisschen was wegräumen. Wenn man gerade schon mal hier rumlungert. So, wo ist Goofy hin? Da hinten. Unten. Wie ein Hähnchen. Wie ist das bekommen? Alles gut. Huch. Sammeln. Mach ein Foto, das können wir ja auch noch hinkriegen. Aber erstmal Goofy. Goofy. Hallöchen. Na sowas, du bist ein Naturtalent, Daria. Ist ja jetzt echt ein Talent, dass so ein Game nach Pay to Win ausschaut. Echt? Weiß gar nicht, ob das überhaupt Pay to Win... Also... Es ist tatsächlich ab nächstem Jahr so das Spiel sowieso kostenlos, also komplett kostenlos sein. Das ist jetzt, glaube ich, nur. Man zahlt jetzt, glaube ich, nur in Early Access, also wenn man es jetzt schon spielen will. Ab nächsten Jahr soll das ja komplett kostenlos sein. Ich weiß noch nicht, ab wann nächstes Jahr. Ich habe noch nicht mehr gefunden, ob es irgendwo Ingame-Käufe gibt. Nichts ist in Leben kostenlos. Kostenlose Spiele. Surfreefall. Es gibt nichts Schöneres als Angeln, aber Angeln ist nicht nur zum Entspannen da. Es ist auch nützlich. Oh. Wobei doch atmen. Für Atmen zahlt nichts. Bisher noch nicht. Sehr zahlbar fürs Atmen noch nichts. Also zumindest kein Geld. Kraft höchstens. Du kannst deinen Fisch an meinem Stand verkaufen. Das heißt, sobald wir ihn wieder eröffnet haben. Meinetwegen. Es gibt auf jeden Fall ein Event. Aber da habe ich doch keine Ahnung, wie es funktioniert. Hier muss man, glaube ich, einfach nur irgendwelche Ingame-Sachen machen. Wie kriege ich bei dir so nette Belohnungen? Oder Premium freischalten. Kitty! Na? Sammlungen. Wir haben aber schon fast alles. Na gut, Blumen fehlen ganz viel. 716 Kleidungsstücke.